Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zurück zu Fallout 4. Oh man, Dogmeat, was geht? Lange nicht mehr gesehen, alter Kollege. Ja, Tatsache ist, dass ich jetzt länger kein Fallout mehr gespielt habe. aber das jetzt weiter konsequent angehen möchte, allerdings nicht mehr live. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, keine Ahnung, es macht nicht unbedingt Sinn und ich möchte ein cooles, oh hier steht unsere Paarrüstung, das wirklich cooler machen, das ja, Projekt quasi. Und deswegen lieber nicht live, sondern genau, einfach normal aufgenommen. So, und ich muss jetzt gerade erstmal checken, wo wir hier überhaupt nochmal am Start sind, weil wie gesagt, lange kein Fallout-Daten. Begib dich nach Diamond City. Ach ja, genau. Ich will aber jetzt ehrlich gesagt doch erstmal nach Sanctuary gehen. Oh, nicht beides auswählen. So, und ich habe jetzt auch endlich Folgendes herausgefunden. Wie man das Licht da macht. Fuck yeah. Genau, wir wollten jetzt mal nach Sanctuary gehen. Wir haben ja das letzte Mal dem Minuteman, beziehungsweise dieser Gruppe da, hier geholfen. Dogmeat, kommst du bitte? Hier. Bei Fuß. Und, genau. Haben denen ein bisschen geholfen und jetzt sind die nach Sanctuary abgehauen, um hier zu wohnen. Genau. Und, ja, wir haben noch einiges vor uns. Ja, es ist ja jetzt nicht mehr so aktuell, aber, ich ziehe das auch durch, ja, selbst wenn das seine 200 Parts dauert und wir da noch bis nächsten Sommer dran sitzen. Das wird gemacht. Ja. So, wo ist denn die Rasselbande? Ja, genau, und mit dem Craften, ja, also da werde ich mich dann auch nochmal mit befassen, aber wahrscheinlich erst so in den nächsten 2-3 Parts irgendwann dann. Oh, er läuft gegen den Briefkasten. Cool! Ja, genau, irgendwann in den nächsten Parts und dann... Was? Oh, hi. Oh, wie macht man... Schlagen wir sie tot. Bisschen machial. Ich muss auch erstmal wieder... Oh Gott, das ist ja alles furchtbar hier. So, nachladen tut man hier mit X. Okay. Kakerlakenfleisch brauchen wir immer. So. Genau. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Moin. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ja, klar. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Mama sie Murphy. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, ich habe hier auch gelebt, ne? Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ja, ne, vor 200 Jahren, ne? Schon. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit... eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Ja, mehr oder weniger, ne? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja... Ich bin froh, dass du hier bist. Na klar. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Klar. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du... Du könntest der Siedlung helfen? Puh, im Prinzip eigentlich ja schon, ne? Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturgis. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Alles klar. Cool, wenn die Freiheit ruft. Haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Also, oh Gott, es ist doch ein wenig zu laut. Ich muss... So, muss mal kurz mein Headset leiser schon begonnen, der erste Schritt. Ja, die Minutemen sind quasi dann so die Fraktion, oder eine Fraktion, besser gesagt,
ja, die hier dann so ihr Unwesen treibt, beziehungsweise versucht, das Unwesen zu bekämpfen. Und ja, ich denke mal, viele von euch haben auch Fallout schon ein bisschen gesehen und sich mit diversen Dingen beschäftigt, beziehungsweise vielleicht sogar ja, es selber gespielt. Und das Crafting, also ich könnte jetzt hier quasi alles verschrotten und so, was ich eigentlich auch mal machen werde, oder? Ich weiß ja nicht. Im Prinzip, wo ist denn hier meine Werkbank? Oh Gott, Uhr. Genau. Ich frage mich nochmal die... Ich habe selber im Prinzip eigentlich schon verstanden und dann haben wir gleich, wir werden gleich zu einer Siedlung gehen, wo wir dann noch Leute befreien und dann können wir quasi so die ganzen Siedlungen ausbauen und alles mögliche tun. Und ist dann ganz fancy. Wo war denn das eine Haus? Ich suche gerade ein bestimmtes Haus. Nämlich unser Haus, ehrlich gesagt. Warte mal. Mal kurz überlegen. Welches ich da noch das. Wo stand Cotswolds denn vor? War das hier? Immer diese Red Kamera. Ich frage mich gerade nochmal, wie ich. Das habe ich gesucht. Wets. Zack. Geht nämlich alles viel besser. Dankeschön. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich denke mal, das würde jetzt so ein paar Minuten brauchen. War das hier unser Haus? Ich glaube doch schon, ja. Denn... Nein, es war nicht unser Haus. Fuck. Oh, Maddox. Maddox. Dogmeat hat etwas gefunden. Ja, ich will erstmal das Maddox mitnehmen. Saubere Kleidung. Irgendwas alles hier. Oh, ein Terminal. Provisorische Bombe entschärfen. Das klingt doch schon mal ganz gut. So, dann machen... Obwohl... Moment, geht das hier vielleicht über den Terminal? Willkommen bei bla 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 bla. Erstmal hacken jetzt hier. Versuche zurückgesetzt. Ja, fail. Das war jetzt nicht so klug vielleicht. Was machen wir denn hier mal als erstes? Einfach mal drauf los. Verwehrt. Treffer 1. Kann ja quasi auch nicht sein. Ne? Treffer 0. Okay. Das könnte es sein. Treffer auch 0. Ja, scheiße, ne? Muss hier erstmal wieder so... Oh Gott. Ja, genau. Aber das mit dem ganzen Crafting, da werden wir uns natürlich auch noch mit beschäftigen. Allerdings weiß ich nicht, ob das so unbedingt mein Ding ist. Also das wird sich noch zeigen. Ich werde es natürlich ausprobieren. Wenn es mir Spaß macht, macht es mir Spaß. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das alles mit dem Crafting auch on-screen machen soll. Weil es ja vielleicht auf Dauer einfach ein bisschen langweilig ist, wenn man nur da rumsitzt und baut. Aber das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann werden wir da gemeinsam mal ein wenig schauen, wie ihr es denn gerne sehen wollt. Also ich könnte es ja quasi immer so Step für Step machen, dass ich, oder es halt einfach so in Fast Mode euch zeigen. Also immer wieder vorspulen. Hier ist doch eine Klammer, oder nicht? Ja. Fehlantrag entfernt. Shit. Da ist noch was. Fehlantrag entfernt. Fehlantrag entfernt. Oh, hier, oder? Nee. Diese Klammern suchen. Ich weiß aber auch nicht, ob wir jetzt noch einen Versuch zurückgesetzt kriegen. Wir machen es lieber nochmal. Ich gesagt, weil das ist mir sonst doof. Oh, Fehler. Moment. So, machen wir einfach mal hier. Star. Treffer 0, okay. Dann ist es das definitiv nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Deal. Nein, auch nicht. Team auch nicht. Auch nicht. Pence. Pence könnte es sein. Wie schön. Ah, nice. Das gute alte Ausschlussverfahren. Okay, Glück ist unser Geschäft. Wow. Sanctuary Hills. Oh Gott, was geht denn hier vor sich? Die Pietro. Er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an, aber ist jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit einer... Was? Behandelt er sich selbst mit einer Kuchendiät. Ja, okay. Baker. Der beste Scheißjob mit Aluhut.
Bring Kohle für 7 Ampullen Daytripper die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag eine rein. Alles, alles, was recht ist, um in die Gänge zu kommen. Moment mal, ist das das, was ich denke, was es ist? Versuche immer noch, ihr etwas Buffer zu besorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung, dass von der Rationierung betroffen ist, aber es ist, wie es ist. Es geht tatsächlich, ich glaube, der ist Drogendealer gewesen, der Typ, der hier wohnt hat. Er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob es das Zeug wirklich gibt. Und falls ja, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler es sich reinschmeißt? Ich schätze, alles hängt davon ab, aber wie viel er dafür hinlegen will. Ich fühle mal bei meiner Arm-Me-Connection vor, was? Vielleicht bringt das ja was, ja, mal sehen, ne? Russell! Sie schulden mir immer noch Geld für die letzte Lieferung XL. Dabei bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die wirklich für sie war. Denn so wahr Gott mir helfe. Wenn ich herausfinde, dass sie diese Hunde aufgemotzt haben, werden wir über mehr reden müssen als die Kohle. Aber über das Reden sind wir wohl sowieso schon hinaus. Ich weiß, dass sie eine Boden... Was? Ich weiß, dass sie einen Bodensafe da drin haben. Ich habe ihn gesehen. Im großen Schlafzimmer unter der Kommode. Dürfte kein Problem werden, den zu knacken. Oh, den besorgen wir uns doch gleich mal. Ja, cool. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, ihr müsst mir auch mal sagen, ob ich immer wirklich 100% alles vorlesen soll. Ich finde, tendenziell ist das eigentlich schon ganz cool, vor allem jetzt meine ich nur so kleine Sachen. Zieht sich nach wie vor ein paar Daddy-O's die Woche rein. Ist zwar ein affektiertes Pseudo-intellektuelles Arschloch, aber er zahlt gutes Geld. Williams. Evan Maddox. So viel ich kriegen kann. Hat mir nicht gesagt, warum. Geht mich ja auch nichts an. Bestimmt irgendeine langfristige Schmerztherapie. Ist der krank? Anders. Muss ich wieder an Mass Effect denken. Kinder sind eigentlich ein No-Go. Aber dieses Mädchen hat einen gewissen Stil, okay. Und sie will partout nichts einschmeißen. Hat 20 Blutpakete bestellt für irgendeinen Halloween-Gag oder so. Oder sie ist wirklich ein Vampir. Was interessiert es mich? Ist er das Geld ihres Vaters? Okay, I guess. Boston. Isaacs. Student am CIT. Will Daytripper, XL und eine ganze Palette. Ja, Palette. Mentats. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche verrückten Experimente plant, das Zeug an die anderen Eierköpfe vercheckt. Oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Ist mir auch egal, solange ein gutes Geld sein. Ja, dem geht's nur ums Geld, ne? Typisch abgebrühter Drogenbraun. Junges Ehepaar holt sich jede Woche ein paar Daytripper. Kleine Menge, coole Leute, keine Probleme. Okay, what? Bulle, schon ewig Buffer-Kunde. Hab allmählich Probleme mit dem Nachschub. Ist viele Jahre gut gelaufen. Ich hasse es, die Sache beenden zu müssen. Aber ich will nicht riskieren, dass er auf einmal gesetzestreu wird, wenn er nicht kriegt, was er will. Wäre sehr schlecht für mich. Okay. Die alte Dame hat ihre Daddy-O-Bestellung aufgestockt. Merkwürdig, aber profitabel. Wie heißt sie überhaupt? Sipalski. Okay. Sonstiges. Malcolm mittendrin. Potenzieller neuer Kunde in Charlestown. Verdankt Maddox. Wirkt seltsam panisch. Vielleicht ein zu ehrgeiziger Bulle. Muss vorsichtig sein. Unterwäschemodel von Raintree. Hübsch, intelligent, ziemlich durchgeknallt. Hat immer nur Stimpaks bestellt. Mindestens 10 pro Woche. Meine Fantasie spielt verrückt. Oh, fancy. Gut. So viel dazu. Die sind safe, brauchen wir noch. Aber jetzt holen wir jetzt erstmal den hier. 5 Fahrklammern. Ich hoffe, ich versau es jetzt nicht. Was wäre es? Ja, das können wir alles mitnehmen, ne? So. Okay. Silberne Taschenmutter. Oh, mein Schlüssel. So. Okay. Also. Oh, 10 mm nehmen wir auch noch mit. Ja, wir schauen uns jetzt hier in Sanctuary noch kurz ein wenig um, weil ich muss noch 200 Sachen mitholen, die ich vergessen habe. Ansonsten ist zu sagen, dass ich mir zwar natürlich auch bei anderen YouTubern oder bei Rocket Beans
die Anfänge so von Forrest so diverse Male angesehen habe und aber so weitreichendere Sachen, also so, wo ist das hier mit dem Safe unter einer Kommode, also wie das Spiel wirklich weitergeht, wie die Story weitergeht und überhaupt was es sonst noch so für coole Quests und was auch immer gibt, habe ich mir noch nicht so viel gegeben, muss ich sagen, weil ich das auch einfach selber erleben möchte, ne? Ich denke mal, das kann man schon verstehen und dann wird es auch ein bisschen spannender. So. Und ich meine, das Crafting-System, ja, mal im Endeffekt, ne, man begibt es dann in den Modus, kann Sachen abreißen und dann Sachen bauen. Es ist jetzt nicht so super kompliziert. Hier vielleicht. Sie fragen, in welchem Haus der Safe war, ne? Oh, was haben wir hier? Kronkorkenvorrat. Oh! Immer gut. Da. Irgendwas? Was ist, was zur Hölle? Unter einer Kommode. Na? Nein, hier auch nicht. Okay, schade. Ja, Dogmeat, ne? Dogmeat. Strange alles hier. Okay. So. Gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Ah, hier nicht kurz, weil die Büsche so geschnitten sind. War das unser Haus? Oh ja, ich glaube schon. Finally. Hier wollte ich nämlich eigentlich hin, weil wir haben... Blub, Folgendes vergessen. Du bist special, das Buch. Genau, jetzt können wir nämlich... Genau. Ein Attribut verbessern. Und was nehme ich da mal? Das ist die große Frage. Stärke ist gut, wir können mehr tragen und so weiter und so fort. Charisma ist aber auch immer nice, Intelligenz sowieso. Beweglichkeit, oh, Glück wäre auch noch eine Option, aber ich befürchte fast, ich nehme Charisma, oder? Ja, machen wir einfach. So, wird schon werden. Holzblock, V&F, nehmen wir mal mit, ne? Fancy. Okay, cool. Dann hätten wir das nämlich jetzt auch. Gut, also jetzt müssen wir nur noch das Haus finden mit dem Safe. Safe, safe, safe. Ist es dieses hier? Hallo, ominöses Haus. Bist du ein Haus mit Safe? Safe, safe, safe. Oh, hier war ich auf jeden Fall schon mal drinnen. Oh, Cotswolds. Ja, ne? Ist ja alles gut, ich denke ich doch. Oh, habe ich den schon geknackt? Ja. Gut, dann wird es das hier auch nicht gewesen sein. Jo, warte mal, ich hätte auch einfach mal nachgucken können, welche Familie das ist, ne? Schlau. Das wäre vielleicht um einiges einfacher gewesen. Als das alles so zu machen. Aber gut, so sehen wir wenigstens nochmal alle Häuser und zum Beispiel sowas hier. Kronkorkenvorrat kann man immer gebrauchen. Sehr wichtig. Und ja, was auch ein Grund war, warum es jetzt etwas länger gedauert hat, bis ich wieder zu Fallout kam, war nicht unbedingt nur Zeit, sondern auch. Hier steht noch Munition. Sondern auch die Tatsache, dass ich Probleme hatte, weswegen der eine Part auch etwas kürzer war, an wem es aufgefallen ist. Ja, Copyright-Probleme. Viel Spaß, danke, danke. Weil wenn man hier das eine Radio laufen lässt, dann gibt es da gerne mal, wird es geclaimed. Und ist in Deutschland nicht verfügbar. Ja, das wäre natürlich nice, ne, wenn es nicht mehr regnet. Dann ist er in Deutschland nicht mehr verfügbar. Das war natürlich ein bisschen blöd, sage ich mal so, ne? Und dementsprechend hat mich das etwas geärgert. Und, aber gut, jetzt geht's weiter. Wir achten einfach drauf mit dem Radio, ne? Und dann wird es schon schief gehen. Genau, wir können Radio hören, weil es gibt hier nämlich auch einen tollen Radiosender. Hier das Flasche Radio. Wir haben übrigens noch ein Level-Up, den machen wir gleich noch. Läuft jetzt nichts, aber gut. Können wir hören, das klassische Radio. Beziehungsweise ich habe es, glaube ich, sehr leise gestellt. Ne? Noch kurz Audio. Radio. Ne, da läuft tatsächlich nichts. Genau. Das können wir hören, weil klassische Musik ist ja bekanntlich copyright-free. Naja, zumindest klassische Musik, also alte Klassik. Ah, hier.
Ah, so, finally. Nein, fuck. Ah, shit. Nein, ich hab doch gar nicht so. Nein. Oh, okay, dann müssen wir doch mal weiter da runter. Klar. Geht doch. Ja. Was haben wir denn hier alles? Impro-Pistole, Schrotpatron, Silbermedaillon. Oh. Ja, können wir aber alles mitnehmen. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Gott, verdammte Scheiße. Ja. Was tun? Inventory. So, genau. Und ich habe mich auch gewundert, wie das alles mit dem Reparieren und überhaupt ist. Man braucht nichts mehr zu reparieren hier. Was ich einerseits cool finde, weil manche sagen immer, nerviges Reparieren. Andererseits finde ich das irgendwie ein bisschen, naja. Ich meine, das Reparieren war halt auch geil, weil dann hat man halt Items, die tausendmal rumlagen, trotzdem immer noch irgendwie gebraucht. Also zum Beispiel, wenn ich dann später nochmal eine Doppelläufig finde, ne, so, dann hätte das hier schon irgendwie lösen können, dass man quasi Teile braucht, um es zu reparieren. Aber gut, lassen wir das lieber, weil so ist es irgendwie, ja, die Waffe geht halt nie kaputt. Ja. Was kann man denn hier mal weglegen? Vor allem Kleidung könnte ich mal weglegen. Oh, jetzt läuft klassische Musik. Was läuft denn da? Geh ich ja gar nicht. Minuteman Outfit. Ach so, nee. Genau, und ich habe herausgefunden, man kann hier quasi so stacken. Ja, irgendwie. Raider-Rüstung, Harnisch. Linker Arm, linkes Bein, rechtes Bein. Rechter Arm habe ich scheinbar nicht. Gut. Darunter kann ich jetzt zum Beispiel. Warte mal, wir müssen das jetzt alles mal. Das Ding noch anziehen, ne? Glaube ich zumindest. Gucken wir jetzt gleich mal. Saure Kleidung brauche ich nicht. So. Genau, kann das hier so halb pseudo stacken. Ja, da müssen wir uns auch nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Weil so ist ja nicht so geil, ne? Warte mal. Raider Leader, was. Was heißt der? Sehen wir natürlich ganz schön abgeranzt aus. Egal, wir lassen es, glaube ich, erstmal so. Für den Moment zumindest. Weil ich nehme mich jetzt endlich mal. Obwohl, wir können es eigentlich mal verändern. Ich will nämlich eigentlich. Nein, stopp. So, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte eine Werkbank suchen. Aber eigentlich will ich das gar nicht hier machen, weil ich will hier gar nicht bauen. Obwohl, hier könnte ich Ressourcen farmen. Schwierig. Ich brauche jetzt erstmal eine Werkbank. Das ist die Frage, wo gab es hier nochmal eine, ne? Irgendwo in so einem Hofding hier. Gibt es doch eine Werkbank, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Nö. Hier war das doch eigentlich, oder nicht? Hier gibt es eine Kochstation. Gibt es hier doch bestimmt auch eine Werkbank. Möchte man meinen, ja? Oder muss ich hier erst eine hinsetzen? Moment mal. Ja, verpeilt as always, I guess. Aber hier gibt es doch irgendwo. Egal, wir gehen zu Red Rocket und machen das da. Weil da weiß ich ja, dass da noch eine steht. Immerhin regnet es nicht. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Ja, Preston ist so einer, der nur aufs Wetter achtet. Vorhin, ich hoffe, es hört bald auf zu regnen. Jetzt, oh, immerhin regnet es nicht. Ach, Mensch, ist das nicht schön. Die Welt geht vor die Hunde, aber es regnet nicht. Das ist doch super. Klasse ist das. So. Dann können wir nämlich auch mal ein bisschen Stuff loswerden. Hoffe ich zumindest. Ah, danke schön. Hier, das ist doch eine Werkbank, ne? Oh, Werkstatt. Ach, Verzeihung. Ja, Moment. Jetzt genau. Jetzt sind wir nämlich im Crafting-Modus. Das kann ich dir nochmal zeigen. Hier. Verwerten. Gummi 8. Gummi 10. Ne, zack, nehmen wir mit. Und so weiter und so fort. Dann können wir das hier alles abreißen, hoffe ich. So ziemlich alles. Und da dann ganz viel Scheiß machen. So. Ach, jetzt kann ich das immer accessen, oder was? Ach so, ich bin auch ein Idiot.
Ja, genau, sowas meine ich mit reinkommen, Transfer. Gesamten Schrott lagern. So, wie viel? Habe ich ja doch nicht so viel Platz, wie ich dachte. Moment, dann machen wir das anders. Hier können wir noch Waffen bauen. Transfer. Eben. Nein. Herstellen. Nein. Verlassen. Ja. Verwerten. Ach so. Nee, doch, jetzt ist schon richtig. So, Moment. Also. Ja, 10mm Pistolen brauche ich eh nur die eine. Billardkö brauche ich sowieso nicht. Impro-Automatik-Pistole, not so my stuff. So, alles weg. So, und dann gehen wir jetzt gleich doch mal nach Sanctuary, und weil jetzt gleich möchte ich den Part auch schon beenden. Das war ein bisschen langweilig vielleicht. Schlagringe brauche ich ganz sicher nicht. Impro-Revolver-Gewehr ist cool. Impro-Gewehr... Okay, brauchen wir nicht mehr, weil wir ein Jagdgewehr haben. Lasermus geht bald mir auf jeden Fall. Ah ja, okay, nee. Das hier ist nämlich meine getunte 10mm. Brauchen wir auch nur die. Schlagstock behalten wir nochmal ein. So. Okay, können wir jetzt hier noch was Cooles tunen? An meiner 10mm zum Beispiel. So. Also, was habe ich denn jetzt hier schon? Verlängert. Verlängerter Lauf. Ja, nee. Standardmagazin. Mündungsbremse, Standardvisier, was oh, Visier. Oh, nee, schade. Magazin können wir nichts machen. Wir können einen Komfortgriff einbauen. Ja, machen wir das doch mal. Ja, würde ich einfach mal sagen. Zack. Verbessert die Rückschussdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Das gefällt mir sehr gut. Weil das hat mich vorhin auch schon ein bisschen genervt. So. Standardverschluss. Okay, wir haben einfach nicht genug Stuff, sehe ich gerade mal. So, aber ich finde jetzt erstmal... So, wir gehen jetzt nochmal nach Sanctuary und dann bauen wir da nochmal ein bisschen rum, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich sehe gerade, ich muss nämlich immer auf die Uhr gucken bei Fallout, dass dieser Part schon sehr weit vorausgeschritten ist. Und dies ist leider ein Grund, warum ich sagen werde... Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein sehr verpeilter Part. Aber ich werde jetzt langsam wieder in Fallout reinkommen. Und, boah, wir haben klasse Musik im Hintergrund. Genau. Mit dieser klassischen Musik verabschiede ich mich. Und sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen.